Ich kann das nicht, wenn du dabei bist. Geh raus. Hi Leute, ich war heute ein bisschen einkaufen und wollte euch einen Haul zeigen. Und ich habe mal wieder viel zu viel Geld ausgegeben. Fange ich mal an mit C&A. Ich habe mir ein T-Shirt gesucht oder ein Oberteil, mit dem ich feiern gehen kann. Etwas Normales, also nicht so schick oder so, ganz normal. Und habe da auch was gefunden. So sieht das aus. Das war auch nicht so teuer. 9 Euro habe ich nur dafür bezahlt. So. Hat mir ganz gut gefallen. Ist halt nicht zu schick. Das mag ich nicht so gerne. Da habe ich mir auch noch ein paar Strümpfe geholt für den Winter. Nicht so spannend. Diese haben, glaube ich, 5 Euro gekostet. Ja, 5 Euro. Dann war ich alle Zettel aufbewahrt diesmal für euch, damit ich euch sagen kann, wie teuer das alles war. Ich war auf jeden Fall in Neuss im Rheinparkcenter, da fahre ich meistens hin und kaufe da mal ganz viel ein, lasse da mal ganz viel Geld. Als nächstes mache ich mal mit Madonna weiter. Da habe ich gekauft so Strumpfhosen. Und die haben nur 5 Euro gekostet, 4,99 sogar. Und die sind so von innen so richtig flauschig, warm, weich. Genau das Passende für den Winter. Kann ich auch zum Feiern anziehen. Mir wird dann nicht kalt, also ich mag sowas, keine Ahnung. Die gibt es halt nur in einer Größe, aber ich denke, die würden mir passen. Die sahen eigentlich so aus, als würden die mir passen. Und da habe ich etwas entdeckt, was ich total süß fand. Und zwar ist das so eine Kette mit so einem kleinen Snowman dran. Schaut mal. Kann man das erkennen? Die hat auch nur 4,49 Euro gekostet. Ja, und ich musste die haben. Keine Ahnung, ich fand das total süß. So, als nächstes war ich bei Cosmo, so ein Friseurladen. Da kann man halt, also meistens kaufe ich da nichts, weil es einfach viel zu teuer ist für mich. Aber ich hatte heute so richtig fliegende Haare, so richtig, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn die so elektrisch geladen sind und in eurem Gesicht kleben. Ich hasse das, also mich nervt das total und ich musste irgendwas dagegen haben. Dann habe ich da auch nachgefragt und das ist halt so ein Smoothing Super Skinny Serum, heißt das. So sieht das aus. Und das hat 7,55 Euro gekostet, glaube ich zumindest. Doch, ich erinnere mich eigentlich daran. 7,55 Euro. Ich fand das noch relativ okay und habe mir das dann geholt. Und das ist so ein öliges Zeug, was man sich... Also, man nimmt so ein bisschen was auf die Hand, verreibt das und dann kann man das sich in die Spitzen tun. Auf jeden Fall nicht, also nicht in die Haarwurzeln, weil das sonst fettig aussehen würde, aber in die Längen und in die Spitzen. Also ich war total begeistert von dem Zeug sofort, weil schon allein der Geruch, also das riecht so lecker. Ja, sonst habe ich da aber nichts mehr gekauft. Dann war da noch so ein Stand, an dem man so Make-up kaufen konnte und die haben halt nur auf Englisch geredet. Ich weiß gar nicht, ob diese Marke bekannt ist. Ja, wo habe ich das denn? Da habe ich mir einen Pinsel geholt, den ich schon länger gesucht habe. Mikabella Cosmetics heißt das. So sieht das aus. Und zwar ist das für zum Konturieren ein Pinsel. Das ist ein synthetischer Pinsel und also er hat eigentlich gesagt, das kostet 25 Euro, aber ich habe dann gesagt, das wäre mir ein bisschen zu teuer für einen Pinsel. Und dann ist er runtergegangen auf 15 Euro und hat mir dann irgendwie was... Ich weiß gar nicht, was der gesagt hat. Ich habe nicht alles verstanden. Auf jeden Fall hat er mir gesagt, ich soll mit dem Zettel, den ich bekomme, nochmal beim nächsten Mal wiederkommen. Und dann kriege ich wohl auch nochmal Rabatt. Keine Ahnung, warum, habe ich nicht verstanden. Auf jeden Fall habe ich den Pinsel bekommen, günstiger. Und den habe ich auch gesucht. Habe dann aber auch nochmal bei The Body Shop einen Pinsel gefunden, der mir auch gefällt. Und der ist eigentlich für das Gleiche gedacht, aber ich musste ihn auch haben. Und der hat 13 Euro gekostet. So sieht der aus. Ich packe den noch aus, dann kann ich euch den zeigen. So, einer ist das. Dann kann ich so richtig gut konturieren.
lang. Ja. Dann war ich. Dann war ich auf jeden Fall, wie glaube ich, jedes Mal, wenn ich dahin fahre, bei Kiko. Habe natürlich auch für jedes Mal was mitgenommen. Und zwar, da fange ich erstmal mit den Sachen an, die ich gekauft habe. Das waren zwei Nagellacke, beide weiß. Beide mit so einem Schimmer. Der eine Nagellack hat so, ich weiß gar nicht, ob man das erkennt. Der hat so ganz feine Glitter. Hat mich so an Schnee erinnert und ich fand das total schön, musste den haben. Und der andere hat etwas mehr Glitter, so ein bisschen auffälligeres Glitter. Mal gucken, was mir besser gefällt. Gekostet haben die nur 1,50 Euro, die waren vergünstigt und es hat mich total gefreut und ich musste auf jeden Fall welche kaufen, wenn ich die gar nicht so unbedingt brauche. Dann habe ich mir noch so Eyelashes geholt, die hier. Die haben 7 Euro. Ja, ich kann ja mal gucken, ich habe gar nicht im Kopf, wie viel die gekostet haben. Weiß ich nicht. Jetzt gar keinen Zettel. Ja, auf jeden Fall 7 Euro und ein paar Cent, keine Ahnung, haben die gekostet. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme die mal mit zum Ausprobieren. Ich benutze zwar nicht häufig welche, aber ja, vielleicht schminke ich euch ja mal einen Look damit, wenn ihr das möchtet. Ja, dann hat der liebe Jam, so nett wie er war, mir auch was gekauft. Er hat gesagt, ich darf mir was aussuchen und dann habe ich mir das hier ausgesucht. Und zwar ist das ein Bronzer. In der Farbe 12. Schaut mal. Das heißt Soft Focus Kompakt. Hier ist die Verpackung. Und das ist, glaube ich, die allerdunkelste Farbe, die ich mir mitgenommen habe. Also den werde ich auf jeden Fall nicht im ganzen Gesicht verteilen, sondern wie gesagt konturieren mit meinen neuen Pinseln wahrscheinlich. Ja, bin ich mal gespannt. Der wird bestimmt gut sein. Der hat mir so gut gefallen. Ich musste den haben. Und der hat gekostet 12,50 Euro. Ja, 12,50 Euro hat er gekostet. So. Das war schon von Kiko, ja. Das war schon von Kiko. Hier ist der Zettel. 7,90 Euro kosten die Lashes. Habe ich gefunden. Dann war ich bei Douglas. Ist auch nichts Neues bei mir. Da gehe ich auch ständig rein. Und da habe ich mir geholt, einmal von NYX, diesen Lip Liner. In der Farbe 835 Pinky. Und zwar habe ich ihn eigentlich auch nur zu meinem neuen Lippenstift geholt, den ich euch in meinem letzten Video gezeigt habe. Ich benutze zwar eigentlich nicht oft Lip Liner, aber keine Ahnung, ich dachte, nimm's mal mit. Ich fand das schön. Und ich habe mir da gekauft einen Lippenbalsam von, wie heißt die Marke? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall steht da drauf, I love strawberries and milkshakes. So sieht das aus und die Farbe fand ich total geil. Also ich mag sowieso Pink und das war halt dieses Nude Pink. Ja, und ich muss das haben und das riecht halt nach Strawberries und nach Milkshake und keine Ahnung. Da gab es auch einen Tester und hat mir gut gefallen. Die Preise würde ich euch auch gerne sagen. Ich muss das mal gucken. Finde ich jetzt nicht, aber ich glaube, der hier hat nur 3,65 Euro gekostet. Und der Stift hat gekostet 2 oder 3 Euro noch was, glaube ich. Ja, so müsste das gewesen sein. So, und dann war ich bei wo war ich? Madonna? Ich glaube, das war bei Madonna, ja. Da habe ich mir eine kleine Tasche gekauft, in Schwarz. Sieht aus mit so einem Ketten. Wie heißt denn das Teil? Wie heißt denn das? Wenn man so drüber hängt. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Ja, mit so einem Kettendings, ne? Und zwar fand ich das total schön, weil das auch mit Gold ist und ich in letzter Zeit so auf Golden stehe und ich sowieso eine kleine schwarze Tasche brauche, zum Feiern gehen vor allen Dingen. Ja, die habe ich mir da gekauft. Die war auch nicht allzu teuer, die hat 15,95 Euro gekostet, also es geht. Da habe ich mir auch noch gekauft diesen Ring. Der war reduziert auf 2,99 Euro. Da sind halt so drei Ringe bei. Schaut mal. Aber ich habe den Ring eigentlich nur gekauft, weil mir diese Schleife so gut gefallen hat. Ich fand die total toll. Und dann an der Kasse hat mir die Kassiererin gesagt, dass ich zwei Sachen mitnehmen kann und nur eine bezahle, also die, die teurer ist. Dann bin ich halt hingegangen und habe mir gedacht, ja gut, guckst du mal, vielleicht findest du noch was. Ja, und dann habe ich noch so ein Armband gefunden. Das hat 4,99 Euro gekostet. So sieht das aus. Mit so also mit mehreren Armbändern. So. Ja, und dementsprechend habe ich 4,99 Euro bezahlt und diesen Ring umsonst bekommen. Ich fand es total schön, weil der ist ja auch so ein bisschen golden. Und ich mag Schleifen sowieso. Und was ich auch gut finde, er hat die genau perfekte Größe. Meistens, wenn ich mir einen Ring suche oder wenn ich einen Ring finde, der mir gefällt, ist der mir viel zu groß. Und der ist perfekt für meine Finger. Ja. Ja, und das war's schon. Das war's schon mit meinem Haul. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, fragt mich ruhig. Falls ihr irgendwie wissen wollt, keine Ahnung, nochmal genau, wie ich das finde, ob ich das benutzt habe und das finde, wie es mir gefallen hat beim Benutzen, könnt ihr mir ruhig Fragen stellen, unter die Kommentare oder auch als Nachricht schicken. Ich werde das auf jeden Fall beantworten. Und ich denke, zu diesem Super Skinny Serum werde ich auf jeden Fall noch ein Review machen und damit ihr auch erfahrt, wie ich, also dauerhaft, wenn ich das dauerhaft benutze, wie ich das finde. Ja, und das war's auch schon und ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!